Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu den beiden einer Action in das 5 zusammen mit Peter und Ted. Ja, hallo. Wo bist du denn, Peter? Ja, im Lager. Oben? Unten? Oben. Ah, hier, guck. Hi. Das ist unsere Stromversorgung. Oh, das sieht wahrlich sexy aus, finde ich. Und? ME-System ist jetzt noch nicht richtig angeschlossen, aber guck mal hier. Oh. Damit macht man das. Oh. Halbes Herz, diesmal überlebt. Ja. Damit kann man das quasi einschalten und ausmachen. Ah, das ist praktisch. Das da muss ich jetzt so noch. Also die Sachen hier oben das drauf hat uns stehen, noch gefehlt. Die müsste jetzt noch woanders hin. Ich weiß auch noch nicht wo. Nee? Ja, dann, wenn du weißt, war ich ja, dann orte die mal schön an. Also. Ja, ich weiß es. Ich weiß zwar nicht genau, was du meinst, aber du machst das schon, Peter. Du machst ja das. Ich mache jetzt noch den Friedhof sexy und habe ich nämlich mal fast das ganze Gebäude hier. Das gut. Ganze? Ganze? Ja, also ich habe hier außen ja noch, ich weiß gar nicht, ob ihr es schon gesehen habt, ich hatte ja da so ein, wie so ein Balkon, so einen Wehrgang gebaut, der ist eigentlich nur für den Schmuck von der Seite so. Wenn man mal ein in den Gewehrgang? Garten guckt. Nee, ein Wehrgang. Da schießt der dann. Ah ja, das habe ich gesehen, das hatte ich gesehen. Das habe ich hier gebaut und da bin ich jetzt gerade dabei, da so ein Dach drauf zu kloppen. Und da kann ich bald einziehen, sagst du. Ja, von da aus könnte man die Wohnung halt in den Berg reinmachen und auf der anderen Seite dann so noch eine offene Fassade, weißt du? Oh. Sieht vielleicht ganz cool aus. Und dann fliegen wir mit unserem Schloss in eine neue Season. Vielleicht. Vielleicht kann man ja auch mal das Schloss mitnehmen oder so, ne? Ja, aber jetzt müssen wir dann echt langsam mal eine Season überspringen. Damit wir das mit Samsung hinbekommen. Ach so, ja, stimmt. Ja, eben, die Verkäufe sind eh nicht so gut bei Samsung stellenweise und dann wäre es natürlich gut. Oder du machst halt, what's on my phone? Kennst du das? Nee, es ist natürlich eine gut clevere Idee, um das zu verbergen, ne? Genau, dann zeigst du einfach den Leuten, was auf deinem Telefon ist. Weißt du, ich und hast ein Product Placement. Bin ja mal ganz ehrlich. Diese App vor 12 Minuten installiert. Genau. Ja, aber ich sag mal ganz ehrlich, ich finde auch mittlerweile sollten die Leute vielleicht auch einfach ein bisschen offener mit Placements umgehen und im Gegenzug aber auch die Abonnenten damit rechnen und auch dann einfach checken, dass es ein Placement ist, weißt du? Ja, ich finde, also ich gehe damit auch komplett offen um jetzt mittlerweile. Ja, warum also auch jetzt, nicht? Also jetzt, wo die Regelung halt krasser geworden ist, auch auf jeden Fall. Ja. Ja, warum auch nicht eigentlich? Weil ich meine, so langsam, wenn man sich mit dem Thema wirklich auseinandersetzt mit YouTube, dann weiß man das mittlerweile, dass es sowas gibt und dass das so gang und gäbe ist eigentlich mittlerweile, ne? Genau, und man macht ja keine Placements für Scheiße, also würde ich jetzt nicht machen. Ja, eben, das finde ich blöd, wenn man halt einfach wirklich Kacke bewirbt und die dann noch schön redet. Sowas würde ich nie machen. Wenn ein Spiel bei, genau, wenn ein Spiel bei ist, wo man mir ein Placement anbietet, wo ich auch sagen kann, das ist ein cooles Spiel oder das macht für eine Zeit lang Bock, ich sag's ja auch so. Weißt du, ich sag dann ja auch, was weiß ich, auf lange Dauer weiß ich nicht, ob es mir Spaß machen würde oder so. Dann, ne, ist das doch ganz normal einfach. Ja, genau. Mir wurde auch letztes kein Mal ein Problem. Spiel angeboten für, ich glaube, 1400. Boah. Und das war eigentlich ein Browser-Game. Also wo relativ schnell ein Video drüber machen könntest, aber das war so scheiße. Ja, warum soll man da so eine Kacke an? Da hat der Typ auch gesagt so, ich hab jetzt auch nicht erwartet, dass du ja sagst. So. aber ich wollte einfach mal fragen. So. Ja, weißt du? Ja, dann. Aber so Kacke kommt dann dabei rum. Ja, aber so ist es halt, ne? Ja, genau. So hat es sich entwickelt. Get over it. Nix schlägt. So, wo will ich denn hier hin? Willst du einen Rapier schärfer machen, Peter? Was? Nein, schon. Das ist Maximum, Heiko. Ja, warum ist mir dann gerade Netherquarz entgegengeflogen? Ich habe die Maschine kaputt gemacht, ich kann nicht one-hitten. Ja, ja. 22 ja, Schaden mache ich. Noch schärfer wolltest du den machen jetzt? Ne, der ist schon scharf. Ich finde diesen Übergang zu unserer Maschine so geil, wie oft da die Leute schon runtergefallen sind. Immer runtergefallen. Ja, bei mir ist es meistens der Hunger. Genau. Ich bin immer schwächlich. Kurz davor, so, hörst du auf zu rennen. So, oh. Oh, nee, doch so müde. Werwolf rum. No, you're hurting me, stop it, no. Er redet wieder wie er. Welche Sprache war das? Weiß ich auch nicht. Aramäisch, glaube ich. Heftig. Diese South Park-Folge. Wir müssen die Juden ausrotten. It's Aramaic. He's speaking Aramaic. Kennst du die Folge? Nee. Die ist so heftig, dann macht Cartman einen Mel Gibson-Fanclub auf. Lol. Und die sind natürlich so total rechts dann, weißt du? Weil Mel Gibson ja so ein Rassist ist. Fand ich schon. Ist das in Wirklichkeit? Ja, also der hat schon ein paar Mal Leute als Judenschweine beschimpft und so. Ah, okay. Aber ich weiß nicht. Also ist er schon gut drauf, ne? Also ab und zu. Ja, ich sag mal, der war da halt auch immer sehr betrunken, ne?
Ich sag mal, ne, also. Besoffene kleine Kinder sagen immer die Wahrheit. Ich weiß ja nicht, ob man das so super ernst nehmen sollte und sich da direkt persönlich als Jude angegriffen fühlen. Also, wenn jetzt zu mir einer sagen würde, du Christenfotze, dann würde ich sagen, ja, gut. Mir doch egal. Ja, eben, wäre total egal, sowas. Eben. Warte, ML-System geht sofort wieder. Warte 3 Sekunden. Warte kurz. Macht nix. Peter! Warte, jetzt. Oh, ich würde schon... 3 Sekunden? Was ist in 3 Sekunden? Ja, wir haben keinen Puffer mehr vor seinem E-System. Der ist direkt Sonne und an, weißt du? Oh, ja, das ist natürlich unschön, ne? Von Hand in Mund, weißt? Ach so, können wir mal einen Wireless-Charger bauen, Heiko? Damit, wenn ich hier stehe, ich voll bin? Nee. Das wäre voll Nein, geil. Das geht nicht, Peter. Gibt's ja, nicht. Der lädt voll auch deine unmöglich. Werkzeuge. Ah ja, okay, dann ja. Auch die elektrische Chisel. So, ich reiß den Friedhof nochmal ab. Ich mach den jetzt komplett neu. Ihr merkt schon, ich mache ein bisschen Optik die letzten Folgen. Ja, und ich pimmel den ganzen Tag mit dem E-System. Sei froh, dass du das nicht machst. Ja. Aber ich mach's nur beim E-System zu sehen. Hier so Optik mache ich ja ganz gerne, ne? Also. Ja, sieht ja auch gar nicht so scheiße aus. So. Gar nicht so scheiße, ja, danke. Nur ein bisschen. Ich weiß ja, dass es das Maximale an Kompliment ist, was ich von dir kriegen kann. Also. Genau. Nicht so scheiße. So wie, wie Frauen, die komische Männer haben, die sagen, der sagt nee, ich liebe dich, aber der sagt manchmal, ja, du passt schon. Oh. Wie der Uwe immer, ne? Was du hast, das hast du, was du kriegst, das weißt du nicht. Hat er mal gesagt. Wozu? Weiß ich gar nicht. Zum Thema Frauen, ne? Ja, zum Thema Frauen, hat er mal gesagt. Ja, gut, ne? Aber schon ein paar Tage her, ne? Hat er das gesagt, als das mit Dingens und Dingens aktuell war, oder was? Nee, ich glaube nicht. Du weißt schon, wie ich meine. Was du hast, das hast du, ne? Was du kriegst, das weißt du nicht. Ja, gut. Aber die hast du nicht mehr. Aber Lotto spielen, ne? Er war dann richtig, weißt du? Ja, dann Systemschein für 25.000, hör mal. Minimum. Eben, Minimum. Boah, ich überlege gerade, wie geil ich das hier machen kann. Aber mir fällt gerade nichts ein. Kannst du das denn überhaupt geil machen da? Also? Ja, wir müssen auch gleich mal die Kabel schön machen und woanders hinbauen. Ne? So kann das nicht weitergehen. Ja. Sagst du? Ja, weil die ganze Maschine hier stand, die braucht man ja auch irgendwann wieder, ne? Ja? Heiko, können wir noch einen Travel Anchor bauen? Ich hab gedacht, wir machen nur noch ein Bauprojekt. Also, dann brauchen wir die Sachen nicht mehr. Ja, bis ich mein Lager da unten fertig habe, ist das Projekt rum, glaube ich. Meinst du? Ach, Quatsch. Ja, wir müssen noch fast 1000 Folgen machen. Also wir sind gerade mal bei 10%. Pulsation Iron brauche ich noch. Ich meine, man kann ja auch nach und nach mal ein paar Mods hinzufügen vielleicht, wenn der Georg das kann. Ne? Ja. Der ist ja fit. Vielleicht. Der Flans-Mod. Also, wir haben nämlich einen fitten Server, Mann. Ja. Genau. Hat einer Enderperlen am Start? Nee. Oh. Weiß Wie? Ich nicht. Oh. Weiß ich nicht. Haben wir jetzt nichts mehr an Enderperlen? Ja, ich bin hier hinten am Kackfriedhof. Ich muss jetzt komplett hier rumlaufen, bis ich gucken könnte, ob ich welche hab. Habe ich gerade keine Lust zu. Peter! Heiko, die Lava wird leer. Die Lava wird leer. Was? Ist vielleicht die Pumpe leer gelaufen schon wieder? Ja, sieht auch so aus. Okay. Oh, oh. Das war zügig. Das war aber echt zügig. Wenn der das hier leer lutscht mit seinem Riesenring. Ja, so. Der Riesenring ist noch was anderes. Das ist nur deine Kabel zusammen, deine Obsidian-Maschine. Die braucht doch keins. Doch, die braucht richtig viel. Ist da ein Lavagenerator dran? Nee, das ist nur der Lavatank dran. Ach so, nee, die braucht dann gar nichts. Ich hab schon gedacht, ja, doch, Lava verbraucht die. Ja, aber ein Eimer. Ja, eben, für einen Block. Ja, hier sind 16 Eimer drin in so einem Tank. Das ist jetzt auch nicht viel, ne? Gib das jetzt nicht auf mich, ne? So, boah, ich glaube, ich baue unter den Friedhof noch Katakomben. Das wird awesome. Also, wir haben nur 96 Eimer als Puffer, ne, in den Tanks, meine Freunde. Oh, haben wir nicht noch irgendwo dieses riesige Fass rumstehen oder ist das auch schon leer geballert? Ich hatte das letztes Mal irgendwo hingestellt. Nein, das ist im Lager. Das ist heilig, ne, da darf man nicht dran, ne? Genau, das ist meine Heizung ist das. Jetzt nehme ich immer im Winter. Hat einer den Enderperl? Nee, also, ich kann doch nicht gucken, Peter. Jetzt kann ich auch noch nicht gucken. Jetzt vielleicht? Hey, wie ist das denn so jetzt hoch hier? Was mache ich denn hier überhaupt? Das ist doch Quatsch. Das ist doch Unsinn. Ja, aber die Lavapumpe im Meter, die hat noch gut was. Ja?
Ja. Ist dem so, ja? Dann verbraucht die wahrscheinlich mehr, als der Endertank rüber schafft. Eigentlich nicht. Also der macht, glaube ich, so viel er kann. So, also vielleicht reicht die Pumpe nicht aus, die einzelne. Das kann sein. Ja, dass die nicht schnell genug pumpt. Eben. Ach, das meinst du? Ja, bestimmt. Aber ich meine, der 8-fach-Generator, der verlangt natürlich nach ein bisschen mehr Leistung, ne? Hinten raus, sag ich mal. Ganz hinten. Ja, die Pumpe ist einfach zu langsam. Also ja, die bringt Lava und ist direkt wieder weg. Ja, da müssen wir dann noch eine hinmachen einfach. 10 Pumpen. Also ich hatte immer, glaube ich, immer 3 oder sowas. Das hat locker gereicht. Was explodiert denn hier die ganze Zeit? Was ist das? Sag mal. Ich bin im Lager. Ich bin im Lager. Oh Mann, siehst du das nicht? Nee. Ja, ich bin doch noch hier unten am Friedhof. Ah, ich komme wieder raus. Hier, guck mal, hier bin ich. Set. Hinter dir. Oh. Ach, da. Lol. Was macht das? Ich hatte ja die Creeper-Statue hingebaut. Ach so, lol. Einfach zu gucken, wann du sagst. Was ist denn hier los? Ach, das ist der Test jede Folge, ne? Das ist ein Running-Gag, den ich noch nicht verstanden habe, ne? Wann sagt er was? Da wird bestimmt sogar drauf gewettet, ey. Ich wette das. Wann es losgeht. Ihr seid so Schweine. Die Wettfolge. Gibt ja s5wettenonline.com. Gibt es s5wettenonline.com. Gibt ihr da hier Insektenspray? Ich glaube nicht. Stimmt, ne? Für die ganzen Schmetterling-Dinger. Das wäre aber geil, so eine Gasgranate oder so. Georg! Georg, Gasgranate. Was? Habt ihr gerade was gehört? Bei TechTown hatte ich in Folge 88 hatte ich Gasgranaten hergestellt. Ja. Ja, stimmt. Weiß ich noch. Die hast du bei mir ins Haus geschmissen, du Ficker. Was dann ewig lange an der Decke hing. Ne, weißt du noch, ja? Das war lustig. Ja, für dich vielleicht. Aber nicht für mich, der immer an der Decke lang geflogen ist. Immer wieder, Batschtoten, Mann! Essen! Oh, ich muss was essen. Ich bin ein guter Handwerker, ich esse wenig. Und arbeite nur. Trinkst auch wenig. Ja. Wie bei Vanessa auf der Arbeit. So, da haben sie gesagt, Essen und Trinken gehört nicht zur Arbeitszeit. Boah. Gerade Trinken, ja, so der Satz. Ja. Und die dürfen, die gar nicht sagen. Und die dürfen auch sich kein Glas vorne zum Beispiel hinter die Rezeption stellen, um was zu trinken. Die müssen dann, wenn sie was trinken wollen, wirklich jedes Mal aufstehen. Das gehört nicht zur Arbeitszeit. Boah, ich glaube, wenn die so Stempelkarten hätten wie auf der Arbeit, da würde ich den Chef fragen, ob ich eine größere kriege. Und dann würde ich jede 10 Minuten, wenn ich einen Schluck trinke, einmal stempeln, damit er alles nachhalten darf. Ja, nö. Ich meine, dann wird das ja von deiner Arbeitszeit abgerechnet, weißt du? Ne, da war ja nicht. Ja, da war ja nicht, aber wird dann erstmal gemacht und dann, du kennst ja das Spielchen manchmal mit so assigen Leuten. Ich meine, dann wird der richtig gefickt. Ich meine, bei Bummern waren sie ja entspannt eigentlich immer, ne? Ja, doch, eigentlich schon. Da kann man ja nicht meckern. Jo. So. War das jetzt ein Product Placement? Ja, auf jeden Fall. Ja, für Bummern. Geh zu Opel Bummern. Ich hatte heute meinen Opel-Anzug an. Ja? Da darfst du gar nicht, Pitta. Ja, ich wollte da vielleicht noch ein P vormachen oder so. Da fällt das nicht so auf. Da hat er bestimmt Opel was gegen, das Mann. Obwohl, es gibt, irgendein Autohersteller hat das gemacht. Da darfst du deiner Freizeit damit rumlaufen. Echt? Und musst dich halt auch im Betrieb umziehen, damit du damit nicht in der Bahn und so rumfährst. Aha, okay. Weil die das halt extrem assig empfunden haben, dass manche halt nach Hause fahren und dabei ein Bier trinken. Ah, weißt okay, du? Das verstehe ich. Und das wird dann direkt mit der Marke verbunden, so, boah, guck mal, der Renault, Mann, boah, weißt du? Ja, klar, weißt du, aber wie dumm. Der Mercedes wird Champagner trinken. Ohne Scheiß, das ist so eine richtige Ami-Scheiße, finde ich. Ja, so, eigentlich so schon. So was, ey. Als ob das, also ich verbinde halt gar nicht auf damit. Die Arbeitsleistung. Ja. Wenn jetzt Lewis Hamilton immer für Mercedes besoffen darum interviewen würde, dann würde ich denken, okay, irgendwas ist ein bisschen komisch bei denen, aber. Irgendwann läuft bei dem nicht. Ja. Aber läuft ja beim Lewis im Moment. Läuft bei dem? Ja, läuft bei dem. Läuft richtig. Boah, ich sehe gerade, auf der Karte sind ja die Tiere immer mit drauf, ne? Der ist quasi der 2014er Unge der Formel 1. Ah, ein Zveganer. Nee, das nicht. Also. Der riesige Ballons aufbläst und nichts zu Ende bringt. Versteh schon. Ja. Ach, ja, das vielleicht macht er das ja mal auf so ein Benefiz. Konzert so. Ja. So. Jetzt machen wir den Friedhof hier mal richtig sexy. Ab geht's. Oh, hier ist ein
So. Geht man auch nicht schlafen sofort, wenn jetzt dunkel wird, ne? Nee? Nee, weil ich wollte mal gucken, ob ich mal einen Enderman finde, weil ich mal eine Enderperle haben will. Ach so. Echt eine Enderperle? Weißt du, so ein Enderman. Wisst ihr noch in Tech Town, als ich ein Ritual machen wollte und ihr immer schlafen gegangen seid? Nein. Ja, das war lustig. Weiß ich nicht. Kann ich mich nicht dran erinnern. Nee, ich auch nicht. Ist auch Quatsch, glaube ich. Ma, weißt du? Warst du da nicht auch Bockium ist weggegangen? Genauso als wir Ted den Pimmel gebaut haben? Ja. Ja. Ihr konntet mich echt mal, ey. Aber da hättest du eigentlich als Aufhänger für eine Folge nehmen können. Wurde getrollt. Pimmel. Ja. Oder so. Hätte ich machen können, stimmt wohl. Stimmt. Hab ich aber nicht. Eben. Aber wenn du halt zwei dicke Eier dahin brauchst, dann musst du mit dem Pimmel rechnen. So. Bin jetzt schon, hat uns das richtig viel Wolle gekostet, ne? Das war nicht gerade billig. Der riesige Pimmel, ne? Achso, ja. der, verstehe ich. Der war ziemlich teuer. Richtig teuer war der. Ja. Boah, die Löwen, die sind ja richtig krass drauf hier, Alter. Die Löwen? Zähm dir einen. Bist du nach Hause reiten? Bist du bald wieder zu Hause? Nee, muss noch ein Stück laufen. Aber wir müssen doch gleich Lucky Blocks aufmachen auch. Ja, lass eben kurz dunkel werden. Nee. Dann port ich mich einfach, weißt du? Weiß eh nicht mehr, wo ich bin. Echt, du portest dich? Krass, der portet sich. Aha, ich brauche jetzt nicht 10 Minuten mehr zu Hause laufen. Nach Hause laufen. Nach Hause. Laufen war das Wort, wonach du gesucht hast. Ah, oh, Gaskrafter. Was? Der Heiko hat überhaupt nichts gemacht. Das soll ein Endermänner spawnen. Hä? Ach so, oh. Oh, leg dich nochmal hin, da dunkel wird. Das gefällt mir jetzt aber nicht hier. Scheiß, habe ich jetzt erst gesehen. Da sollte ich dann einfach mal in eine Höhle reingehen. Das war die Rache für 2013 im Tech Town, Peter. War das 2013? Heiko ist 14. Ahnung. Heiko ist extrem nachtragend. Aber krass nachtragend. Ich fände das ja cool, wenn es einen Kommentator geben würde, der das hier nachkommentiert. So, der Typ mit einer sehr zynischen Bemerkung über DBTOLP. So ganz ruhig aber, weißt du. Aber so ganz professionell, als ob er so eine Gesprächsrunde kommentiert noch. Ja, genau, wie bei den Politikern. Wie bei den ganzen Dummschwätzern. Ja. Außer Politik. Ja. Und hat natürlich wieder der gewonnen, der die größten Plakate hat, ne? Ja klar, so läuft das halt. Da denken die sich, boah, die haben Geld, die müssen erfolgreich sein, denken die sich. Und dann, ne? Ja, vor allen Dingen wird da quasi Gehirnwäsche betrieben. Du siehst überall diesen Kopf. Überall den Kopf und den Namen. Und wenn du dann vor dem Wahlzettel bist, sagst du, den habe ich schon mal gehört. Also bei mir hat das ja gar nicht gewirkt, muss ich sagen. Bei mir, ja, wiegt bei mir sowas, auch nicht. Bei mir wiegt sowas zum Glück. Ich denke ja auch nach, wenn ich ein Kreuz mache. Ja. Und nicht so. Das habe ich seit 30 Jahren gewählt, jetzt wähle ich das auch. Ach, oh, ich wollte gerade sagen, ich denke auch nicht nach, weil ich weiß seit 30 Jahren, was ich wählen muss. Oh, nein. Oh. Nee, auf keinen Fall. Weil da ändert sich ja was. Lucky Blocks? Ja, Lucky Blocks müssen wir mal so langsam. Ja, eben, also wird sein. Das, sorry. Also. Really? Ja, tut mir leid. Aber, warum? So. Ja, wir brauchen die doch am Ende der Folge, Peter. Boah, ich habe so eine krass große Höhle gefunden, ne? Ja, kommst du zurück? Er will Enderman suchen und dann ist wieder dieses... Sollen wir nicht mal kurz in die Höhle hier gucken? Komm, nur mal eben. Mal. Also hier ist keiner dann, drin. Ja, dann gibt's halt keine Lucky Blocks. Da muss ich mich jetzt porten, oder? Soll ich mich porten? Ja, kannst du dich auch porten, aber wenn du da weiter gucken willst, gibt's halt keine Lucky Blocks. Ja, ich finde ja keine Endermänner hier. Ja, toll, Peter. Ach, da finde ich ja eine Truhe mit Enderperlen. Was machst du denn dann da? So, die Höhle ist so krass. Okay, ich porte mich. So krass ist die Höhle. Nach D-Cheap. Ach. So, und hier ist ein Doppelgrab. Das hat nicht funktioniert. Nee? Ich habe mich zu mir selber teleportiert. Hi. Okay, wo hast du dich jetzt hin teleportiert? Oh. Zu mir? Ja. Guck mal, ist schick hier geworden, ne? Ja, schick. Ja, hör mal, schick. Und da kommt noch Wasser raus, da unter dem Block. Hier, da links, da, siehst du? Ah, da. Da kommt dann Wasser raus. Geil, ne? Boah, geil, ey. Und hier sind überall diese weißen Kringel auf der Karte. Das sind alles Insekten. Ja. Schon voll schlimm, krass. Ne? Höp. Warum lassen die Insekten nicht mal anstatt Slime so einen Block fallen? So, Heiko, weißt du? Wo bist du? Ach, da oben. Der ist versteckt. Ich sehe den. Was ist denn da los? Oh Mist, ich kann den Lucky Block nicht schlechter machen, schade. Ne? Oh.
Oh, wow. Ach, der Obsidian. Obsidian-Pimmel. Jetzt können wir mach da oben drauf den Lucky Block. Lass mal. Stimmt. Ich will meinen da oben drauf. Und der explodiert jetzt und zerreißt die Bahnstation. Und zerreißt den Obsidian-Pimmel. Oh, guck mal, das schon wieder ein nutzloses Buch. Nein! Das nutzlose Buch kommt viel zu oft. Oder warte. Oh. War das bekommen? Oh, ich habe gerade nicht hingeguckt. Ich glaube, momentan kommen nur die selbst erstellten Sachen, kann das sein? Ja, ja. Irgendwie ist die Einstellung nicht. So. Warum sind so viele da? Wollte er mal machen, damit endlich mal der Obsidian-Penis spawnt. Da jetzt ist er. Jetzt haben wir es geschafft. Krass. Oh Gott. So. Ich finde ja kein Travel, also, ich finde ja kein wie ist Zeug. Das, ne? Ich sag mal, nur so eine Quasi-Frage. Wenn ich jetzt einen Freund hätte, der ein Thumbnail machen möchte, wo die Folge Obsidian-Penis heißt, und ich nehme einfach einen schwarzen Pimmel. Ja, ja, ist das dann okay für legitim. Ja. Also auch wenn ihr nur einfach ein afroamerikanischer, mit Öl eingeriebener, damit er dann halt aussieht wie Obsidian, also meinst du, geht? Ich hätte jetzt gesagt, ist ja dein Kanal, weißt du? Ja, ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen Angst. Die Sachen halt immer. Ja, ihr werdet gesehen haben, ob ich es gemacht habe oder nicht. Aber wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein. Tschüss. Tschüss.